Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen in die kommenden 48 Stunden, was uns erwartet, mit was wir rechnen dürfen. Vielleicht hast du auch schon die Wochenbotschaft gesehen. Diese Legung ist ergänzend und geht einfach ein bisschen tiefer in die kommenden 2 Tage. Du weißt, Kollektivlegungen können, müssen aber nicht mit jedem resonieren. Bitte auf dich umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau gerne unten vorbei. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten: Coaching, spirituelle Begleitung, private Kartenlegung, Heilsitzung. Und du hast dann noch die Möglichkeit, dich anzumelden für die Energy-Tarot-Ausbildung. Es geht in die zweite Runde. Wir starten im November und ich freue mich riesig, die Tore ein zweites Mal zu öffnen. Also, ja. Ich bin schon wirklich ganz aufgeregt und fast nostalgisch, wirklich, dass die jetzige Richtung Ende geht, weil es eine wunderschöne Gruppe ist, eine wunderschöne Erfahrung. Und ja, ich sag nur Magic. Also, wir schauen jetzt mal in die kommenden 48 Stunden. Ich habe mich schon eingestimmt und eingegroovt und in der kurze Meditation, während ich mich einstimme mit euch mit den kommenden 48 Stunden, habe ich Folgendes empfangen. Und es war so, als wäre man sehr geerdet, sehr gefestigt, als wäre man sehr bei sich, im vollen Vertrauen. Und gleichzeitig sieht man in der Ferne, dass ein Weg nicht mehr weitergeht. Ein Weg, Sperrung endet, hört auf. Und es war dieser eine Moment der Wahrnehmung dessen und gleichzeitig wusste man auf einmal ganz genau, wo man aber lang gehen muss. Also sowohl, dass dieser eine Moment vielleicht kurz ernüchternd war, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, aber man hat damit so viel Klarheit bekommen und wusste genau, wo lang. Auch hier lege diese Bilder bitte auf dich um, sofern und wenn sie, wie sie in dein Leben passen. Vieles kann natürlich auch situationsmäßig noch erst auf dich zukommen. Wir starten mit der Hauptenergie. Welches Hauptthema zeigt sich in den kommenden 48 Stunden für das Kollektiv? Worum geht's? Zuhause. Zuhause ist es doch am schönsten. Man betrachtet das Zuhause als etwas womöglich noch ganz anderes, als was es ist. Was machst du alles zu Hause? Und das aus einer anderen Brille zu beleuchten, also vielleicht arbeitest du vermehrt zu Hause, so ist es auch deine Arbeitsstelle. Vielleicht kochst du unglaublich viel und gerne zu Hause? Naja, dann hat das auch diese Qualität. Also hier zeigt sich so ein bisschen, man darf mit diesem Gedanken spielen, was ist zu Hause für dich alles? Was machst du da alles? Was machst du mit Freude? Was machst du mit weniger Freude? Was beinhaltet das Zuhause? Und gleichzeitig, was muss ein Zuhause haben, damit du dich zu Hause fühlst? Das Zuhause spielt eine große Rolle. Möglicherweise, obwohl du vielleicht auch nicht zu Hause bist, Ausflüge machst, könnte es um Themen der Familie gehen, der Stabilität, der Renovierung oder aber auch Umzug. Es geht darum, etwas aus einem anderen Licht zu sehen, aus weiterer Ferne. Vielleicht bist du auch im Urlaub und du denkst an zu Hause und die Gefühle, die aufkommen, die sind sehr, sehr wichtig. Für wiederum andere geht es um das Zuhause in der Kindheit, das Elternhaus, wo auch immer du groß geworden bist. Es geht um Räumlichkeiten, in denen du das Leben hineingehaucht hast, mit deiner bloßen Anwesenheit. Jemand kann dir sagen, dass du wie zu Hause bist, dass du wie zur Familie gehörst, dass du das Gefühl hast,
Endlich, du wirst anerkannt von einer ganz bestimmten Person oder aber wirklich von der Familie, bei jedem unterschiedlich. Es scheint etwas mystisch-magisches zu haben, wenn du an die Vergangenheit und an einen ganz bestimmten Ort denkst, nahe deinem Zuhause oder wirklich bei deinem Zuhause. Auch das ist ausschlaggebend. Schauen wir, worum geht es in den kommenden 48 Stunden? Worum geht's? Oh. Jawohl, wir haben die Gerechtigkeit, wir haben den Magier, wir haben die Neun der Kelche. Etwas kommt ins Gleichgewicht, was außer Kontrolle schien. Und das, was außer Kontrolle schien, musste außer Kontrolle geraten. Und vielleicht war das nur in deiner Wahrnehmung. Eine ganz gewisse Situation, was dich emotional oder stimmungsmäßig beeinflusst hat. Und das musste so sein, damit du etwas erkennst über dich selbst. Eine Reaktion, ein Handeln, ein Muster oder aber, dass du etwas durchbrochen hast, das heißt erfolgreich durchbrochen, anders gemacht hast als sonst. Ich höre für ganz viele, der Druck wurde rausgenommen und das ist der Schlüssel. Du hast Grund zum Feiern, zum Anstoßen, eine positive Nachricht für dich auf dem Weg zu dir, um etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Ich höre Gegenüberstellung von wie einer Auflistung oder ein Abwägen, etwas wird gegenübergestellt oder aber ein Termin. Okay, Gena, gelöst. Ein Termin. Wo sich zwei Menschen gegenüberstehen, das könnte ja auch behördlich sein. Es geht darum, dass du wieder emotional in eine stabile Schwingung kommst. Denn etwas Neues wird kreiert, steht vor der Tür, du bist schon dabei und dafür brauchst du eine gewisse Stabilität, ein Fundament. Und es scheint so, als wäre ja, eine gewisse Situation hier ein Test gewesen, wie leicht bist du hier aus der Ruhe zu bringen, zum Wackeln zu bringen oder wie fest du bist du in deinem Sein, in deinem Fundament. Es stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung in Zukunft. Das bekomme ich jetzt über die 48 Stunden hinaus. Schauen wir, worum es geht. Auf den Magier. Ja, dachte ich mir. Das kam gerade und es war natürlich diese Energie von du selber bist in dieser Magier-Energie. Wie gesagt, etwas Neues kommt, du in deinem Fundament, du bist stabil. Ich habe hier aber auch eine Person wahrgenommen und diese hat sich hier bestätigt. Und da könnte sein, dass hier wirklich jemand mit einem Angebot, mit einem Vorhaben, jemand auf dich schaut. Möchte dir etwas vorschlagen und das ist unter anderem auch das Neue, was hier kommt oder was sich dir auftun wird, wo dich jemand darauf hinweist. Wie gesagt, mehrere Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung. Es könnte mit einer weiteren Person zusammenhängen, also einmal ganz sicher, dass da jemand ist, der schon länger auf dich schaut und dich ansprechen möchte, irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Und jetzt in den, ja, in nächster Zeit könnte genau dieses Tun, also in die Handlung zu kommen, umgesetzt werden von dieser Person. Jemand hat ein Auge auf dich geworfen. Und das auf unterschiedlichen Sinne. Es geht im ersten Moment nicht besonders um die Liebe. Ich sehe es eher schon in der Verbindung. Also es geht schon um die Verbindung zu jemanden, doch da steckt noch etwas anderes drin, so wie als würde Potenzial drin stecken, als würde man zusammen etwas kreieren können, irgendwo hinreisen, etwas erleben. Natürlich kann hier die Liebe mit inbegriffen sein, aber für die allermeisten hat es mit was anderem zu tun. Beruf, Freundschaft, Familie, auch eher unwahrscheinlich. Also eher Beruf, Freundschaft. Hobbys, neue Bekanntschaften. Worum geht's bei den Neun der Kelchen? Worum geht's, Leon? Um dich. Jawohl.
Ja, du kommst mehr in das Gefühl der Fülle, der Harmonie, der inneren Harmonie, des Ausgleichs und vor allen Dingen des, oh mein Gott, endlich, und das höre ich gerade wirklich innerlich, oh mein Gott, endlich hat sich das rentiert, endlich hat sich das gelohnt, endlich kommt da mal was zurück. So als hätte man ganz viel gegeben in einer ganz bestimmten Situation und dann kommt etwas zu einem. Oder kommt etwas zu einem zurück? Und das auf unterschiedliche Art und Weise. Es geht hier viel mehr um dieses Gefühl von, oh, wie schön, Freude. Vielleicht auch dieses, das habe ich mir verdient. Ja, mit der Gerechtigkeit haben wir den Sarg. Somit zeigt, dass die Ungerechtigkeit hier begraben wird. Etwas fügt sich zu deinen Gunsten. Und ich meine, wir sind ja in der Manifestationswoche. Morgen ist der 8.8. das Lionsgate. Und gleichzeitig für alle, die am Montag mit dabei waren, bei The Energy of Lakshmi, also in die Energie der Fülle zu gehen. Die Energieübertragung war sehr intensiv für mich. Also auch an alle, die es rausgegangen ist. Diese wird dich tragen. Diese Energie steht ja sowieso in dieser Woche zur Verfügung. Schau dir die Wochenbotschaft an. Es kommt viel rum in dieser Woche. Es bewegt sich viel. Es kommt viel ins Rollen, weil du sehr viel an dir gearbeitet hast, integriert hast, ja, vielleicht auch Lernaufgaben bestanden hast. Und hier wird damit aber Altes abgelegt. Und das Alte oder das, was hier beendet wird, sehe ich symbolisch für diesen Weg, der nicht weitergeht. Und es kann sein, dass dieser Weg wirklich nicht mehr weitergeht und du sofort weißt, wo lang und du gehst ihn bereits. Jeder ist ja auf einem anderen Level. Oder dass du jetzt erst erkennst, da geht es nicht weiter und bist noch in der Findungsphase oder in dieser Reflexion, okay, ich weiß dann, wo lang und beschäftigst dich damit. Oder aber, das ist schon passiert und du bist schon auf dem neuen Weg. Fühl in dich rein, was könnte das für dich persönlich bedeuten? Denn das ist hier ein wirklich ausschlaggebender Punkt. Es wird Stabilität aufgebaut. In dir selber und um dich herum. Alles, was mit dir zu tun hat, in Verbindungen, im Materiellen. Doch sei dir im Klaren, dass der Weg, der nicht weitergeht, dass von ihm wirklich losgelassen werden muss. Es braucht immer einen Ausgleich. Wenn etwas Neues kommt, dann darf etwas Altes gehen. Interessant finde ich gerade hier die Kombination, man guckt sich hier an, also der Mensch, der auf dich zukommt mit einem neuen Angebot, mit einer neuen Idee. Es scheint, als würde dir das sehr gut gefallen. Vielleicht, dass du es im ersten Moment gar nicht so zurückspiegelst, dass dir das gefällt. Vielleicht behältst du viel für dich, aber im Innern gefällt es dir sehr. Und es scheint sogar so, als hättest du darauf gewartet. Eine weitere Karte bitte. Ja, Verwandlung. Verwandlung von einer Situation, die scheinbar unendlich schien, verwandelt sich zum Positiven. Du verwandelst dich. Und vor allen Dingen, du befreist dich. Ich finde es spannend, wir haben die 22, reduziert sich auf die 4 und die 4 hat hier die gleiche Energie. Also diese Stabilitätsenergie, die Energie von Sicherheit in einem selber. Im Tarot der Herrscher, der auch genau weiß, was er will, was er kann und wie er auftritt. Wow. Okay. Womit ist zu rechnen in den kommenden 48 Stunden? Womit ist zu rechnen? Sehr schöne Kombination. Du erkennst die Liebe wieder um dich herum durch einen dir scheinbar Zufall, also kann sein, dass du irgendeinen kurzen Moment hast, wo du denkst, wow, du wirst mit Liebe berührt und denkst,
Oh Gott, wie schön, was ein Zufall, dass mich genau das jetzt in das Gefühl wiedergebracht hat. Nein, das ist es nicht, es ist wirklich ein Geschenk für dich, denn du darfst erkennen, dass in Stabilität zu sein, in Selbstbewusstsein, in der Selbstsicherheit zu sein, auch leicht und lieblich sein darf. Und wir verbinden das total oft mit Härte. Das ist so ein bisschen auch hier Herrscher. Herrscher hat diese Härte im Gesicht, hat diese Struktur und das ist alles gut, aber du kannst dich trotz dieser Sicherheit und diesen Strukturen lieblich und leicht fühlen. Hier in Freiheit. Und dieser Shift, das ist etwas Wunderbares, denn dann bleibst du länger in dieser Energie, wenn du beides miteinander vereinst. Schauen wir uns an, ein Hinweis vom Universum für die kommenden 48 Stunden. Doppelte Bestätigung, wir haben hier zweimal die Freiheit liegen. Du befreist dich von einer Situation, die für dich nicht gut ist, der Weg, der nicht weitergeht, etwas, was hier beendet werden darf, damit es ins Gleichgewicht kommt. Und es wird dir ein großes Wunder bescheren, sei es im Gefühl, sei es, dass etwas passiert. Denn diese Erkenntnis, und das ist sehr schön hier mit diesem, der Weg, der nicht weitergeht, dafür stehst du dann aber, wie gesagt, du weißt dafür genau wohin, was der Weg ist, den du gehen darfst. Und da scheinen sich mehrere Möglichkeiten aufzutun. Zum Schluss bitte ein Rat des Universums. Das ging schnell. Auch diese Karte ist schon öfter gefallen in letzter Zeit. Die Schwesternschaft der Rose, Schönheit, Hingabe, Priesterin, Mystikerin und Lehrerin. Ja, entscheide dich hier für den Weg, der für dich vorherbestimmt ist. Entscheide dich für dich. Öffne dein Herz. Hier, das hat auch immer mit Weggefährten zu tun oder wirklich einer Person, die dich führen kann, wo du das Gefühl hast, das ist ein Lehrer, ein Mentor, eine Mentorin für mich. Und ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte etwas entwickeln. Das heißt, in dem Bereich, worum es auch immer bei dir geht, stehen dir Personen zur Verfügung, mit denen du wahrscheinlich schon ein bisschen liebäugelst, die dich begleiten können. Und das wird sehr, sehr gut werden. Also, wundervolle 48 Stunden. Ich bin gespannt. Es gibt noch ein Video zum 8.8. Und ja, damit du diese Energie auch für dich nutzen kannst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Tauche ein, beende alles, was beendet werden darf, was nicht dein Weg ist. Und dir wird dieser offenbart, der für dich richtig ist. Und da unterstützt uns die Löwenenergie, das Portal morgen. Ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare und die Wertschätzung via PayPal und Super Thanks. Vielen, vielen lieben Dank. Du weißt, ich verbinde mich mit jedem Einzelnen und schicke eine Dankeswelle zurück. Also, habt eine gute Zeit und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.